Willkommen zu einer neuen Folge Verstecken! Heute in PlayerUnknown's Battlegrounds mit allen aus dem Team PeteSpeed. PlayerUnknown's Battlegrounds. So heißt es doch, oder? PlayerUnknown's Battlegrounds, Peter. Hä? Hab ich das nicht gesagt? PlayerUnknown's Battlegrounds. Du hast Player, der Player weiß Bescheid. Nee, Peter hat das nur ein bisschen verschluckt. Nee, der hat das einfach nur ein bisschen. Der hat das nur verschluckt. Ich glaube ja nicht. PlayerUnknown's Battlegrounds. Ich hab das schon richtig. Ich darf jetzt suchen hier, ihr. Machen wir. Alter, die hat gerade Spasti gesagt. Was? Was? Als ob. Ohne Scheiß. Spasti. Sollst du ein Haus bauen? Misure, ey. Okay. Welche Tiere sind Freunde in den Kindergeschichten von Janosch? Huhn und Fuchs, Tiger und Bär, Esel und Katze, Hund und Fisch. B. Ich glaub, Tiger und Bär ist richtig. Nein! Da war da geraten? Nein! Wusstest du nicht? Oh, das wusste ich natürlich. Oh, Gott sei Dank, Alter. Das wäre der peinlichste Shit ever gewesen. Ich war als Kind bei einem Kumpel zu Besuch. Der hatte einen Lachsack, beziehungsweise so ein Ding. Jedes Mal, wenn du das so umgedreht hast oder irgendwie geschüttelt hast oder irgendwie sowas, hat das halt gelacht. Und als ich das rausgefunden habe, habe ich das so lange gemacht, bis die Mutter mich rausgeschmissen hat und meine Mutter mich abholen musste. So habe ich mir das jetzt aber hier nicht vorgestellt, hier. Warum denn nicht? Alter, wie er da reinhält, wie gut! Alter, Christian ist mein Man. So. Wie gesagt, in der Schule, aber das heißt nicht, dass wir da hingehen müssen, ne? Oh. Da wird geschossen. Oh, ich glaube, da muss der aber mal ganz schnell los. Ich glaube. Krass, oh, Peter direkt hinterher! Oh, shit! Oh, egal. Steht doch dabei. Alter, er hat auch schon wieder Spasti gesagt. Spasti. Das ist nicht krass, dass sie dich die ganze Zeit irgendwie so nennen. Was ist man denn eigentlich für die? der King. Bin ich hier der König der Malaien oder? Ja, hab ich doch. Ja, du bist Gott. Wie sieht das aus? Peter! Yo! Was ist Zöliakie? Z-Ö-L-I-A-K-I-E. Zöliakie. Gesellschaftsspiel, Modeerscheinung, Glutenunverträglichkeit, Hautausschlag. Glutenunverträglichkeit. Correct. Nice. 50 cc heute hat er eingestellt. Das ist mein Fahrer, der ist gut. Ich habe nicht 50 cc eingestellt. 50 cc ohne Items. Alter, beim Fahren schläfst du so richtig ein, so, die Augen werden schwer. Die Folge dauert eine halbe Stunde. Ich hätte gern viele Strecken ohne. Und die Kuchen. Zuschauer sagen, boah, ein extra langes Video. Ja. Das Video geht unendlich, weil wir alle einschlafen und einfach auf der Strecke stehen bleiben. Hier kommt ein Mensch, drücke 1, um den Menschen anzugreifen. Da kommt ein Mensch. Jawohl, Alter, ich habe den Menschen getötet. Entstellen, das ist halt, glaube ich, nein, finde ich nicht. Peter. Oh, was? Peter! Ah, Peter, schon mal nicht! Oh, oh, muss er sein? Oh, da hab ich ihn, jawohl. Wer ist mein Bier? Als wärst du da. Wir müssen die Quote auch einfach erfüllen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, Bram muss als erster wer sterben. Wer ist mal wieder als erstes gestorben? Stark. Come out of nowhere, Junge. Man kann doch eigentlich hier so Feldarbeit entwickeln, aber das funktioniert bei mir nicht. Ich kann keinen schweren Flug entwickeln. Dann hast du die falsche Zeit vielleicht oder ein zu dummes Volk. Ja, das glaube ich vielleicht am ehesten. Also. Vielleicht hast du einfach ein zu dummes Volk. Hey, das ist hier, das steht hier, aber Flüge es ist ausgegraut. Christians Volk ist zwar gemein zu ihm, aber ist wenigstens smart. Ja, weiß ich noch nicht. Ich hab den Flug, warte mal. Finger weg, stopp. It's okay. Vorbei. It's vorbei. Wait, sehe ich da Sebastian vor mir? Warte mal, wo bist du? Jo! Ich dachte, du fährst woanders hin. Er hat dich wieder gefunden. Alter, was ist hier los, Peter? Sorry, meine Kollegin telefoniert auch gerade privat, deswegen sind wir gerade etwas irritiert. Was ist ein Plumeau? Weiß ich nicht, was ein Plumeau ist. Ja, das ist ja doof. Siebenschläfer-Plumeau. Das Kissen. Ja, sonst nimm doch das Kissen, dann bin ich raus, wenn ich jetzt einfach das Kissen nehme im Zweifel. Was soll ich denn tun? Soll ich es eben googeln? Aber 200 cm Kissen wirkt doch groß, oder? 200 cm? Ja, zwischen 120 und 200 cm. Ja, aber das ist doch so lang, dass man sich dann so
so drauflegen kann, so schön. Dann schwingt man quasi so ein Bein da drüber und dann kann man entspannt schlafen. Oh, ich klicke das jetzt an. Das ist richtig! Ja, sehr gut, Honey! Dankeschön! Sehr gut. Schießt der von unten auf mich. Sepp, du musst doch mal was machen. Ja, ich hab Bram am Reaktor getroffen. Voll gut. Oh, er ist jetzt außerhalb des Zauns. Nee! Doch nicht. Ach komm, als ob du jetzt hier reingelaufen kommst. Jetzt mach doch mal Holz. Das hab ich sowieso noch nicht verstanden. Wieso brauche ich für ein Feld Holz? So, das macht überhaupt keinen Sinn. Und vielleicht für das Gewerk, für die Spitzhacke oder so, die du da brauchst? Ja. Jetzt komm mal nicht mit Logik, mein Freund. Ja, hey. Salve. Sebastian. Ja. Der Begriff Droge stammt ursprünglich von dem niederländischen Begriff Droog und bedeutet fett, oh, das weiß ich. Trocken, nass oder faul. Trocken. Korrekt. Ha, niederländisch, endlich bringst du mir was. Weißt du, wie sich deine Hand fühlt, nachdem du dich selbst gefickt hast? Mit wem hast du jetzt geredet? Mit dir. Achso, ja. Okay. Da fühlt es sich aber nicht angesprochen. Nee, weil wir gerade mit Dalu gesprochen haben und dann kommt random diese Aussage von Jay. So, auf das grüne Haus kann man nicht drauf, wa? Nee, man kann doch auf die anderen Häuser drauf, ja, wo wir nicht drauf dürfen. Peter durchsucht jetzt Seite. Bitte, du musst einfach wieder. Aber wenn man auf das grüne Haus nicht drauf kann, stehe ich da lieber viel lieber. Da bin ich nämlich drin. Peter sucht jetzt ein bisschen im Gras. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich wollte mich gar nicht bewegen. Wie er mich da so angeguckt hat, ey. Komm schon. Stopp. Zeit ist rum. Ja. Nein. Was passiert hier? Nicht auf die Gegenfahrbahn! Finde ich gut. Oh, nee. Erstmal Bram bumsen. Kindertag, Weltfamilientag. Alter, was weiß denn ich? Ich ruf Christian an. Hallo, Günther Jauch hier. Ja, Moment. So jetzt. Günther Jauch hier, Hallöchen, Herr Stachelhaus. Der Herr Bram sitzt hier gerade und kommt bei einer sehr schwierigen 16.000-Euro-Frage nicht weiter und braucht Ihre Hilfe. Ja, nice, da bin ich noch nicht. Da bist du noch nicht, okay, cool, aber vielleicht weißt du es ja trotzdem. Okay, was ist seit 2019 jährlich am 20. September ein gesetzlicher Feiertag in Thüringen? Weltvatertag, Weltmuttertag, Weltkindertag oder Weltfamilientag? Weiß ich nicht. Im September ist auch super spät, Vatertag war ja auch schon. Ja, also Weltfamilientag oder Weltkindertag, wenn man danach geht? Ja, ich hab keine Ahnung, nimm 50-50 Joker, da muss den ich. Den hab ich schon. Okay, aber danke schon. Warte mal kurz. Ja. Oh, what the fuck? Alter, die beschwören sich irgendwas. Verstecken. Moment, du siehst den? Kurz habe ich ihn gesehen. Immer noch relativ weit oben auf dem Berg, aber mehr Richtung. Ach komm, ich bin extra Osten hier hochgesprungen. Du triffst eh nicht. Jetzt hab ich auch wirklich nicht. Weiß nicht, ich hab jetzt extra, weißt du, dass ich ein Haus hochkletter und dann von Haus zu Haus springe, um dahin zu kommen, wo man nicht hochkommt. Dann ballert der von da oben auf einen drauf. So. Da kommt schon die Ritterzeit. Tatsächlich, als ob du die Ritterzeit machst. Peter, jetzt mach doch mal langsam. Ich war das nicht, Leute. Bram war das. Ich war das nicht. Mann. Echt mal, Peter, jetzt mach doch mal. Diese so unentspannten Leute. Ich bin unschuldig. Rush da hier heftig, ey. Puh. Haha, wir. Nein! Oh, Bram, du Arsch. Mario Kart ist auch ein Spiel der wechselnden Emotionen. Lol. Peter hat keiner gesehen. Sepp, du brennst! Sepp, du brennst! Oh, Mist! Sepp, du brennst! Dankeschön! Ja, kein Problem, hör mal. Alter, ohne Christian weg, verloren! Das ist mein Teamkamerad! Oh Gott. Ist weiter außen entlang gelaufen quasi. Ja. Möchtest du mal gucken? Ja, kann ich machen. Ach komm, jetzt hab ich gerade rausgezoomt! Weiß einer, wie man ein Tor dreht? Nee, keine Ahnung. Man kann Sachen drehen?
Schwasti. Man kann Sachen drehen. Mittlere Maustaste, rechte Maustaste. Tja, das war belastend. Dalu. Was denn? Ich hab nichts gemacht. Doch, du hast mir wieder unten abgeschossen. Du hast halt die Münze da so hochgehalten. Ich wusste nach der, nicht, was nach du der sagen. Blauen hatte ich nichts anderes mehr. Scheiße, Alter. Das hätte ich jetzt nicht jetzt sehe ich ihn. Was denn? Oh, vielleicht hat er mich auch gesehen. Und da ist Sepp gerade. Nee, nicht gerade. Was ist er denn jetzt? Sepp, wir hätten uns gerade die Hand geben können. Ja, das ist okay. Hä? Ist der bei dir oder was? Nee, der steht genau hier vorne an dem Haus. Hallo, der steht jetzt wieder genau hinter dem. Oh, ist das verdammt. Oh mein Gott! Nice! Peter muss sich ja übelst erschrocken haben. Ey, was ist das denn? Wollen wir das auch haben, ne? Ey, hast du gerade eine Burg vor meinem Haus gebaut? Nein. Wo genau? Christian. Ping das mal. Awesome. Okay, aber danke schön. Warte mal kurz. Ja? Nimm mal meinen Telefonjoker, da du die Frage ja schon beantwortet hast. Ich hab Telefonjoker genommen. Bin doch ja auch hier. Hallo. Kurze Frage, was ist zu meinen 1,20 bis 2 Meter lang? Da weiß ich nicht, ob da das Kissen oder das Bett ist. Das Seitenschläferkissen. Ja, doch, das Kissen. Ach, dammit. Ja, okay, cool. Gut. Gut, dass du mir helfen konntest. Ja, gerne. Aber du hast auch richtig geil getroffen. Nein, er hat mich getroffen. Er hat genau reingetroffen. Sehr gut, dann habe ich den noch gemacht, Alter, bevor wie es vorbei sie war. Da beide da. Oh, Kacke. Oh, oh, jetzt sind wir jetzt langsam Richtung wieder 0 Grad. Baum hockt. 0 Grad. Krasser minus aus. 10 Grad. Renn mal, Bram. Minus 20 Grad. Renn mal. Minus 50 Grad. Minus 100 Grad. Minus Antarktis. Warum musst du erklären, wie das mit warm und kalt funktioniert? Ja, also warm ist da, wo du hin musst, ne? Das so, okay. Das kann doch nicht sein. Minus! Jo, so ein Elefant war eben easy da. Alter. Kämpf doch besser bei dir drin, oder? Wieso bist du auf seiner Seite? Ja, damit es spannend ist. Mit der Armee, die Bram da hat, so voll aufgerüstet. Wait. Auch quasi am Gefängnis. Also dieser Fall von Peter ist halt auch spannend. Ich war nicht optimal, sagen wir mal so. Wie so, als wenn du so einen Kompass mit einem Magneten verarscht. So ich fahr ja so hardcore querfeld ein. Oh mein Gott. Nice. Nee, das kann ich nicht zulassen. Nein! Ja! 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 Wie ich es doch geschafft habe, Erster zu werden! Jetzt! 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 Peter, du hättest hier aufbewahren sollen. 30 Grad plus 20 Grad. Ja, das ist jetzt meine 10 Grad, 0 Grad, die ich jetzt gelootet habe. Jetzt dreh dich mal um. Hey, was geht ab? Was? Da hab ich die ganze Zeit geguckt! Okay, dich lasse ich auch am Leben. Das war so stark. Alter, das kann doch nicht wahr sein! Ich stand die ganze Zeit hier an dem Style. Alter, wie ich dich nicht gesehen habe. Du bist auch wieder ein paar Mann. Wärmer, kälter, ganz kalt. Ja, warm, warm, warm. Sehr, sehr heiß. Sehr, sehr heiß. Ah. Ab dafür! Unsere Kultur hat sich auch nicht durchgesetzt über die Jahre, also. Bam! Bram hat's echt hart gerissen hier. Alter, Bram, oi, oi, oi. Nächstes Mal 3 gegen 1, ich sehe das schon kommen. Ja, sehe ich auch schon. Ich hoffe, italienischer Sieg ist gerade ein Achievement, das ich gekriegt habe. Nice, Glückwunsch. Ah, 3 gegen 1 ist keine Schnitte im Spiel, aber dankeschön. Mhm. Da bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Über wen heißt es im letzten Satz des Romans, kein Geistlicher hat ihn begleitet? Kafkas, Gregor, Samson. Ach so, ich dachte erst, der Satz heißt Kafkas Gregor Samsa. Über wen heißt es im letzten Satz des Romans? Kein Geistlicher hat ihn begleitet. Ich bin raus. Ich nehme 64.000 Euro mit
leckt mich am Arsch. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also ich steige offiziell hier aus. 64.000 Euro. Scheiß okay. Laserkanone abgeschossen. Ah, okay. Ich dachte, du hättest dich gefreut. Oh, nein, ich bin ja. Schön. Wow. Nice, hat auch gut getroffen, ey. Haben gut gemacht, Peter. Ja, gut Job, Mann. Whoever you are, you are getting away. Oh, what the fucking hell, Junge. Nee. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Aber stark. Aber wenn er das Gebäude schon sieht, dann... Ja. Muss wahrscheinlich einmal drüber. Oh, ich glaube, ich sehe auch Jay. Da habe ich keine 20 Sekunden mehr für gebraucht. Ja, genau.